Hallo, hier spricht wieder euer Remora. Ich begrüße euch recht herzlich zu einer weiteren Folge meines XCOM 2 Playthroughs auf dem Schwierigkeitsgrad Legende Iron Man. Wir haben den Guerilla-Einsatz vor uns und haben jetzt hier zwei Möglichkeiten. In Ostamerika könnten wir mit Schwierigkeitsgrad Mittel und einer Belohnung von 91 Infos das düstere Ereignis Wachsamkeit verhindern. Oder wir gehen nach Neu-Mexiko. Da könnte man beim Schwierigkeitsgrad leicht uns einen neuen Wissenschaftler holen, nämlich Bruce Bolton, und das Avatar-Projekt verhindern, dass einen Block zum Fortschrittsbalken hinzufügt. Diese Mission möchte ich auch gern machen. Setze Kurs auf den mexikanischen Regionaltrakt. So, mitbringen. Wir haben diesmal zwei Grenadiere, also Ed. Welcome back. Nach 4 Missionen Krankheitsausfall ist er wieder an Bord und wir bringen auch Euron mit. Dann bringen wir unsere beiden Ranger mit, Sam und Rob. Der hat die letzten 3 Missionen so überzeugt, den können wir einfach nicht auswechseln. Und natürlich Ilaria kommt mit, und zwar aus dem Grund, weil sie Ilaria ist. Wir werden auch jetzt endlich das Medikit bauen. Und das auch mitführen zu der Operation. Ich denke mal, Ilaria ist die richtige dafür. Blendgranate haben wir auf Rob, der Rest ist mit Splittergranaten ausgestattet. Ja, was ich noch gemacht habe, ich habe einen neuen Mod installiert, der uns hier unten die ganzen Werte der Jungs anzeigt, plus ihre Fähigkeiten. Das ist ganz nett, dann braucht man nicht mehr überbearbeiten. Quasi hier in diesen Modus springen, wird man es nämlich auch sehen. Dann spart man sich das. Gut, starten wir den Einsatz. Berichten zufolge sind die vom Widerstand gewonnenen Daten kritisch für die jüngste Operation der Aliens. Leider rückt Advent jetzt aus, um das Gerät zu zerstören. Das dürfen wir nicht zulassen. Eliminieren Sie alle Feinde und sichern Sie das Gebiet. Schützen Sie das Gerät um jeden Preis. Firebrand bringt uns in die Slums, blutige Anhöhe in Guadalajara, New Mexico. Die Operation heißt Mausetoter Adler. Also ich möchte mal gern den Entwickler kennenlernen, der den Schmarrn programmiert hat, oder vielleicht den Übersetzer, der hier die Übersetzungsfiles gemacht hat. Unglaublich. Gut, Ziel ist es, ein Gerät zu beschützen und die Feinde zu töten, mehr sobald wir gelandet sind. Feindliche Truppen sind bereits auf dem Weg, um den in der Nähe installierten Datenzugang zu zerstören. Uns bleibt nicht viel Zeit. Wir müssen das Gebiet säubern und das Gerät um jeden Preis sichern. Mach mal. Gerät schützen heißt nichts anderes. Die Aliens werden wahrscheinlich jede Runde mal auf das Gerät schießen. Und sobald es auf Null ist, haben wir das Objektiv verloren. Aber das wollen wir ja gar nicht zulassen. Das heißt, wir wollen da so schnell wie möglich hin und verhindern, dass sie das zerstören. Okay, da haben wir schon die erste Gruppe. Leichte Gruppe hätte ich jetzt mal gesagt. Viper und Trooper, aber wir haben einen riesen Vorteil, sie stehen oben auf der Brücke. Okay. Das ist natürlich nicht so gut. Da haben sie erhöhte Trefferwerte gegen uns, Treffsicherheit gegen uns. Dann gehen wir gleich mal bis ganz nach vorne. Und Sam auch ganz nach vorne. Ja, und da das alles geklappt hat, können wir die anderen auch noch nachziehen. Ilaria, Euron. Schauen wir mal, vielleicht bewegen sie sich von da oben weg, was mir sehr recht wäre. Jo, sie gehen, aber bleiben leider oben auf der Brücke. Ah,
Okay, das ist natürlich jetzt absolut günstig für uns. Das Gerät, sehen wir es so? Ja. Es hat 44 Leben jetzt gerade gehabt. Und 4 Leben sind weggenommen worden. Also wir haben ewig Zeit, dahin zu kommen. Ja. Gefällt mir. Also wir können jetzt tatsächlich langsam vorgehen und müssen nicht hudeln. Okay. Der steht aber auch wirklich schön da. Vielleicht sollte man gleich encountern. Gute Idee, finde ich. Ja, das ist ja auch nett. Ich habe einen anderen Mod noch installiert. Der zeigt hier rechts oben, weiß nicht, ob ihr das seht, die Werte an. Die Standardwerte wahrscheinlich der Viper. Und der zeigt auch noch was anderes an. Wenn man nämlich drauf schießen, dann erscheint dort, wo normalerweise der Schaden steht, erscheint immer noch der Schaden. Und gleichzeitig stehen auch dort die Trefferchance und die Crit-Chance. Das ist jetzt beim normalen Schuss total uninteressant, weil da haben wir die Trefferchance und die Crit-Chance auch hier. Aber bei Overwatch oder wenn der Alien schießt, sieht man das auch. Und das ist eigentlich ganz interessant. Gut, also ich hätte gesagt, da gehen wir drauf. Das ist eine hohe Chance, dass wir den richtig schwer verletzen. Auf geht's, Rob. Jawohl, kritisch für 8. Okay, das hat man jetzt nicht gesehen, was ich eigentlich gerade beschrieben habe, aber vielleicht sehen wir später noch irgendwann in der Mission. Gott sei Dank springen sie auch noch runter. Also machen alles, was wir gerne hätten. Das Schöne hier ist, die Viper hat sich auch noch gleich bereitwillig zum Abschlachten hier hingestellt. 85%ige Chance, wir könnten selber Gefechtsprotokoll machen. Machen wir, ist 100%. So, wie kriegen wir jetzt noch den Trooper? Der hat ja auch nur noch 4 Leben. Eigentlich. Eine Granate, boah, ist schon ganz schön Verschwendung für eine Granate. Mal schauen, was können uns die beiden hier anbieten? Euron hat mal grundsätzlich 48%, wenn er näher geht, wahrscheinlich sowas um die 55%. Ja, genau 55%. Add. Wahrscheinlich dasselbe. Sogar 60. Da schießen wir mal mit beiden, das sollte doch den Teufel zugehen, wenn wir dann nicht umlegen können. Ja, Ed hat gleich mal. Okay, man hat es ein bisschen sehen können da oben, wie hoch seine Chance war. Okay, ja, Euron geht in Overwatch. Und Sam ist noch übrig. Der scoutet noch ein bisschen nach vorne für uns. Vielleicht ein bisschen arg weit. Da gehen wir nur bis daher zum Scouten. So, diesmal nur 3 Schaden, also wir haben echt Zeit, dahin zu kommen. Schön! Gefällt mir. So, Sam benutzen wir weiter zum Scouten. Ah, hier und hier kommen wir auf die Brücke hoch. Das nutzen wir eventuell auch aus. Habe jetzt gar nichts dagegen, wenn wir uns hier ein bisschen Höhenvorteil holen. Aha, und da sind die drei, die gerade auf das Gerät schießen. Obwohl, nee, der Schuss kam von hinten. Das sind nicht die drei, die auf das Gerät schießen. Was waren das? Zwei Trooper und ein Captain. Das ist jetzt auch nicht so schlimm. Aber wir sehen auch, sobald wir bis zur Brücke gehen, decken wir die auf. Schauen wir mal. Decken wir sie hier schon auf? Nein. Okay. Gut, dann bringen wir Leute vor. Vielleicht kriegen wir sie ja in eine Overwatch Trap, dass sie sich nach vorne bewegen. Das wäre ja cool. Also, der steht hier, dann sollte hier auch noch kein Aufdecken sein. Okay. Und der letzte, der sich noch bewegt. Wo ist er? Rob. Den können wir eins freistellen. Total egal. Geben wir mal auf eine Overwatch-Runde.
Vielleicht bewegen sie sich zu uns, dann haben wir 4 Schüsse oder zumindest 3 Schüsse auf sie. Ja doch, es war doch der Captain, der da drauf geschossen hat. Okay. Jetzt haben wir da aber eigentlich nicht mehr so viele Optionen, weil irgendwann müssen wir mal loslegen. Wie weit kommen wir denn auf die Brücke, wenn wir da hoch jetzt gehen? Okay, nicht wahnsinnig weit. Decken wir die mal auf. Rob kommt nicht hin. Euron. Ja, decken wir mal mit Euron auf. Okay. Granate. Kriegen wir da 2? Die 2, vor allem den Captain möchte ich unbedingt wegmachen. Ich glaube, wir kriegen beide und das muss irgendwie gehen. Es geht. Wir nehmen den noch komplett den Schutz weg. Bin guter Dinge, dass wir die 2 in der Runde erwischen. Jo, es waren nur jeweils 3 Schaden. Aber die sollten jetzt eigentlich ohne Schutz dastehen. Sie sieht von da niemand. Das ist ja mal ganz übel. Das hätte ich vielleicht vorher überprüfen sollen. Er sieht dagegen aber... Oh, der hat immer noch Full Cover. Okay, schade. Ja. Da feuern wir mal gleich voll. Da gehen wir gleich in die Ganzen. Vielleicht schafft Ed ja die 4 auf den Captain hier. Nein, leider nicht. Gut. Muss natürlich was überlegen. Hier alles Half-Cover, gell? Das ist hier alles Half-Cover. Wenn einer eine Granate schmeißt, dann wollen wir die mal nicht so eng zusammenziehen. Jetzt schauen wir mal, sieht er von hier irgendwas? Hier sieht er nichts. Hier sieht er ihn. Okay. I'm going. 32% ist natürlich absolut bescheiden. Jo, da haben wir jetzt irgendwie mehr erwartet gerade. Soll sich Sam langsam anschleichen? So hoch kann er nicht, weil beide vor dem Pfosten stehen. Oh, was machen wir mit Sam hier? Wenn wir hier rüber gehen, wieder nicht aufgedeckt. Wir haben ihn in einer super Position. Und wenn der Captain irgendwie sich denkt, er müsste links an dem Auto vorbeigehen, stirbt er. Was haben wir noch? Okay, also Rob geht auf jeden Fall in Deckung. Und Ilaria geht auf Feuerschutz. Okay, der markiert Ed und mir muss Ed schon wieder ins Krankenhaus. Nee, hier. Der legt eine Overwatch-Runde ein. Und Ilaria schießt mit 24% Chance vorbei. Naja, war ja keine zu hohe Chance. Oh. Und der Trooper geht auf. Ja, also der hat wohl ganz klare Befehle bekommen, der Trooper. Was wichtig ist in dieser Mission. Und hält sich dran. Muss auch sagen, Respekt. So, aber was wir jetzt auf jeden Fall machen. Hier ist überall Full Cover, das heißt, er sieht ihn zwar hier, aber das ist der letzte Teil, auf den er geht, somit der Overwatch wird nicht mehr ausgelöst. Minus 1,5, wir haben Sicht aufs Ziel. Rücken Sie vor und schützen Sie die Ausrüstung um jeden Preis. Machen wir doch gerade.
So. See you, Event Officer. Hostile neutralized. Ja, und er hat sich auch schön aufgebaut. Er hatte ja was Wichtigeres zu tun, muss man sagen, ja. Aber nur einmal. Trooper, wahrscheinlich war es das mit dir. Okay, 40%ige Crit-Chance und die hat Joran durchgezogen. Schön. So, der Rest. Geht mal ein bisschen vor, aber nicht so weit. Wir wollen jetzt auf unter gar keinen Umständen irgendwas aufdecken. Aber wir gehen hier mal nach oben. Ich möchte gern High Ground gewinnen. Zumindest für 1-2 Leute. Und bleibt mal da stehen. Wir wollen ja nichts riskieren. Auch Rob. So, eine Gruppe geht noch ab. Die muss sich auch noch zeigen. So, lassen wir mal Rob hier runterschauen, was er erkennen kann. Nix. Jo, perfekt. Das heißt, wir werden hier alle schön mit der Full Cover bringen, außer die da oben, weil das, da gibt's keins. Da gibt's kein Full Cover. Wo ist Euron? Euron ist hier. Da geht er mal hinter das Full Cover. Sam. Sam, du bist der Letzte. Es könnte sein, dass ich kein Full Cover mehr für dich habe. Nach vorne will ich dich jetzt in der Runde noch nicht ziehen. Ja, stellst du einfach mal hier in die Ecke. Und was wir vielleicht noch machen können, das habe ich vorher noch gesehen, Ilaria hat noch die Möglichkeit zum Hacken. Schauen wir uns zumindest an. Oh, der Tooltip wusste sogar schon, was die Bonusse sind. Dann kann man sich nämlich das hier auch sparen beim nächsten Mal. Was haben wir? Okay. Falls wir das machen würden, würde Reinforcements kommen. Das heißt, wir werden es nicht machen. Und die Chancen sind auch nicht so groß. Und bringen auch nicht so viel. Man, das wäre natürlich nicht schlecht, aber es ist nur eine Gruppe. Also da brauchen wir uns keinen mehr abbrechen. Ja, dann gehen wir alle auf Overwatch. Die eine Gruppe muss ja irgendwann kommen. Die hat ja den Auftrag, hier das Objective zu attackieren. Und da sehe ich auch links schon was. Der Stunlancer ist mit 250% Schüssen im Overwatch getroffen worden. Dann haben wir noch einen Stunlancer und einen Sektoid. Come closer, my friends. Auch hier Euron mit 46% Chance getroffen. Oh, und Ed hat ihn komplett weggeblasen. Respekt. Ja, Closer Look braucht man immer. Es ist nur noch ein Sektoid. Also das wissen wir hundertprozentig. Den Closer Look können wir uns absolut sparen. Wo steht der? Der Sektoid? Wo steht denn der? Ah, der steht da in dem Haus drin. Okay, weil ich mich wundert, dass hier anscheinend hat er sich hinter keine Deckung gebracht. Ist einmal nicht verkehrt. Ja, ziehen wir mal Sam nach vorne. Und aus der Position hat er jetzt plötzlich Deckung. Okay, also nur wenn er geradeaus. Okay, ja, ja, dann, wenn das so ist, dann wird es so sein. Und dann werden wir einfach mal die Deckung definitiv zerstören. Drei Schaden und ich denke mal, die Deckung ist weggeblasen.
immer noch 50%. Jetzt müssen wir unsere Granaten einsetzen. Irgendwie müssen wir ja, irgendwas müssen wir damit machen. Ach so. Wenn wir das da oben zerstören, zerstören wir den Loot dann. Wenn wir quasi die Mauern einreißen, wahrscheinlich. Dann überlegen wir das jetzt nochmal. Okay, Ilaria hat von hier. Eigentlich möchte ich ihr tatsächlich den Kill füttern. Deswegen versucht sich jetzt einfach jeder mal, den in die Range zu bringen, dass er drauf geht. Okay, hier schießt schon mal Ad vorbei. Dann probiert sich auch Rob dran. Auch keine hohe Chance, aber wie gesagt, da gehen wir jetzt. Okay, leider hat Rob gleich mal komplett durchgezogen. Somit geht der Kill nicht an Ilaria. Status bestätigt. Alle Feinde erledigt und Gebiet gesichert. Meines 1-5 Status bestätigt. Mission erfüllt. Also war irgendwie total einfach. Das Objective war wirklich nie in Gefahr. Wir haben uns da ganz langsam vortasten können und die Gruppen waren auch nicht besonders schwierig. Also bin überrascht, dass eigentlich noch immer so leicht ist. Aber wird nicht mehr lang so bleiben. Mause, toter Adler. Ja, und auch in seiner vierten Mission beherrscht Rob hier das Leaderboard. Am häufigsten angegriffen, Ed, war da tatsächlich ein Schuss mal dabei, den die Gegner gesetzt haben? Offensichtlich. Habe jetzt lange überlegt und der einzige Angriff, der mir eingefallen ist, das war, wie der Captain Ed markiert hat. Einen Schuss, glaube ich, haben die Gegner in dem ganzen, in der ganzen Mission nicht abgegeben. Der richtige Kommentar zu der Mission. So, wir haben eine Beförderung und zwar auf Ed. Und er hat seine verborgene Fähigkeit aus dem Advanced Warfare Center bekommen. Was hat er denn gekriegt? Oh, unantastbar. Das ist eine richtig geiler Skill. Das heißt, wenn man in der Runde einen getötet hat, dann verfällt der nächste Angriff definitiv. Das kann man gut brauchen, ist wirklich gut. So, Ed. Was kriegst du? Sprengschuss. Das zerstört das Cover eines Gegners. Oder wir nehmen Unterstützungsfeuer. Und die Zielsicherheit wird um 50, wenn man das macht, verringert. Suppressing Fire auf Englisch. Und das nehmen wir auf jeden Fall bei Ed. Na. So, aus irgendeinem Grund kann ich es nicht auswählen. Gut, dann müssen wir ihn wohl... Vielleicht jetzt? Jetzt geht's. Gut. Auch recht. Machen wir auch gern zweimal. Was ist er jetzt? Sergeant. Okay, jetzt haben wir schon einige Sergeants. Wäre schön, wenn wir da noch zwei Ringe draufpacken könnten und würden wir den sechsten Slot freischalten. Aber was war im Loot? Auch noch wichtig. Es war ein Schaft drin. Es war ein PKS, Focus 11 Wille. Den brauchen wir jetzt erstmal gar nicht, bis wir den Psy-Operative haben. Und ein Advent-Datenpad. Die Viper-Autopsie haben wir freigeschalten. Wir hatten doch schon eine Viper. Okay. Hat man da die Autopsie gar nicht freigeschalten? Gut. Sie leisten überragende Arbeit als Anführer des Widerstands, Commander. Ja, das düstere Ereignis ist verhindert und Ruth Bolton hat sich unseren Wissenschaftlern angeschlossen. Was heißt das? Dass sich die Magnetwaffen, ich glaube vorher waren es so 10 Tage, jetzt auf 5 Tage halbiert haben. Auch nicht schlecht. Das heißt, wir haben bald Magnetwaffen. Das Geld dafür haben wir eigentlich nicht.
Leider. Wir hatten es zwar bereits vermutet, aber bislang fehlt. Vorräte. Oh, hervorragend. So, was haben wir? Vorräte. Wir haben oben Rekruten, die mich eigentlich nicht wirklich interessieren. Und wir haben die Widerstandskontakte. Ich denke mal, wo sind wir? Wir gehen erstmal hierhin. Widerstandskontakte. Genau, die machen wir jetzt erstmal fertig. Ach, Widerstandskontakte heißt, dass wir eine Relaisstation mehr bekommen, genau. Genau, jetzt hier oben können wir jetzt 4 Kontakte machen. Eigentlich ist dort vorher 3 gestanden. Gut, jetzt möchte ich noch ganz kurz auf den Schwarzmarkt schauen. Mal schauen, was die jetzt im neuen Monat uns gerne abkaufen würden. Vielleicht haben wir ja was. Ellerium-Kristalle, Advent-Datenpad. Mhm. Und irgendwelche Leichen wahrscheinlich. Genau, eine Stunlancer-Leiche würden sie gerne kaufen. Oder mehrere. Um ehrlich zu sein, brauchen wir diese Datenpads zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt nicht. Die brauchen wir erst ganz am Ende vom Spiel, wenn wir nichts mehr, wenn wir keine Forschungen mehr machen, dann fangen wir an, diese Datenpads zu erforschen. Das heißt, die werden wir hier komplett verkaufen. Schön. Kaufen. Da waren wir schon, glaube ich. Genau. Wir waren eh schon da, aber da haben wir nicht geschaut, was die kaufen würden. Okay. Jetzt haben wir 312 Vorräte. Das geht langsam Richtung Magnetwaffen. Jetzt holen wir uns noch die Vorräte hier. Mal schauen, wie viel das noch sind. So. Doran, Sunspear, Martell ist Grenadier. Die brauchen wir uns nicht anschauen, aber müssen wir natürlich 9 reinstecken. Hier rein, genau. So, Rekruten können wir jetzt doch langsam anfangen wieder zu gebrauchen. Wie gesagt, sie möchte ich als Psy-Operative mehr aufhalten. Dann nehmen wir mal Aria Stark. Und wir bauen mal einen dritten Ranger. Mal ganz schnell noch Kampftaktik. Ist irgendwas dabei, was wir kaufen wollen? Nee. So, weiter bei den Vorräten. Ei, das düstere Ereignis ist jetzt eingetreten. Das haben wir ja nicht verhindert. Das war das mit der Wachsamkeit. Das heißt, bei den nächsten Missionen im nächsten Monat werden wir ziemlich schnell entdeckt. Weiter geht's. Energierelais einsatzbereit. So, das Energierelais ist fertig. Jetzt haben wir auch wieder 3 Energie. Jetzt können wir auch wieder was bauen. Aber da wir noch nichts frei haben, können wir auch nichts bauen. Wir müssen warten, bis hier die Trümmer fertig entfernt sind. Leider. Und kommt mal noch eine andere Idee. Wir entfernen hier mal schnell den Qui-Burn. Was ist, wenn wir den Qui-Burn da einsetzen? Ich glaube nämlich, da braucht man nur einen und es geht viel schneller. Genau. Ich glaube, wir räumen lieber stattdessen das hier rechts aus. Okay. Und weiter geht's am Scannen der Vorräte. Ich habe eine Reihe interessanter Entdeckungen gemacht, Commander. Tja, und wir machen jetzt gleich eine interessante Entdeckung. Diese magnetischen Waffen ähneln den alten Railgun-Projekten und feuern Projektile mit extremer Geschwindigkeit ab. So, wir haben neue Waffen. Wir haben das Magnetgewehr, die Splitterkanone und die Pistole. Und können Gausswaffen erforschen. Und Gausswaffen sind dann quasi die anderen Waffen, die dann noch abgehen. Also Pistole, Splitterkanone, das ist für unsere Ranger.
und das Magnetgewehr für unsere Spezialisten und später die Psy-Operatives. Und, sehr schön, die Sektoiden-Autopsie ist sofort verfügbar. Also können wir gleich machen und ist auch gleich abgeschlossen. Obwohl ich selbst nie einen von Ihnen zu Gesicht bekam, attestieren unzählige Augenzeugen die Existenz einer deutlich kleineren, weniger furchteinflößenden Variante der Sektoiden, die während der ursprünglichen Invasion zum Einsatz kam. Seitdem ist dieses neue Wesen, das eindeutig durch Genmanipulation geschaffen wurde, unseren Soldaten ein vertrauter Anblick auf dem Schlachtfeld. Wir können jetzt Psionik. Die Evolution des Sektoiden im Lauf der letzten 20 Jahre bezeugt sowohl die Expertise der Aliens im Bereich der Gentechnologie als auch ihr Streben nach Fortschritt, ungeachtet aller Risiken. Wir können jetzt Psionik erforschen und das Gedankenschild bauen, aber da sehe ich keinen wirklichen Einsatz für diesen Gegenstand. Okay, jetzt brauchen wir eine neue Forschung. Also das ist das Gute. Viele der Autopsien kriegen wir irgendwann geschenkt. Und deswegen mache ich die ja nicht. Da warte ich ab, bis ich sie geschenkt bekomme. Das heißt, wir werden hier weiter forschen. Gausswaffen werden noch 14 Tage, die Plattenrüstung 25 Tage. Ich denke, wir werden jetzt erstmal auf die Gausswaffen gehen. So, jetzt müssen wir natürlich mal in die Technikabteilung schauen. Ich sehe eine Reihe wichtiger und schauen, was wir bauen können. Für diese Technologie. Ich lasse Ihnen einen Bericht zukommen, wenn die Forschung abgeschlossen ist. Hey, Commander. Gut, da haben wir jetzt nämlich diese drei Waffen. Die können wir uns, zumindest die zwei wichtigen, die können wir uns auch gleich leisten. Wahrscheinlich. Ich muss mal schnell checken, wie viel Alien-Legierungen das wir haben. Ich sehe sie nicht. Sieht man die hier gar nicht, die Alien-Legierungen? Okay. Ach, die sehen wir oben. Da sehen wir es. 66 Stück haben wir, genau. Wie viel brauchen wir, um da was zu bauen? Oh ja, also haben wir definitiv genug. Das heißt, wir werden uns die Splitterkanone bauen und das Magnetgewehr. Pistole später. Ui, das ist jetzt ziemlich viel Wumms, den wir in den nächsten Missionen mitbringen. So, weiter an den Vorräten. Nuckeln. Okay, weiterer Avatar-Punkt. Kommt hinzu. Die Aliens machen noch immer Fortschritte beim Avatar-Projekt. Wenn wir sie verlangsamen wollen, müssen wir uns beeilen. Naja. Die Hut eh schon. So, 61 Vorräte. Da können wir theoretisch die Pistole schon bauen, aber die lassen wir mal. Die lassen wir mal. 100 Vorräte haben wir. So, was können wir jetzt machen? Wir können einen Kontakt herstellen oder uns doch noch die Rekruten holen. Den Kontakt brauchen wir ehrlich gesagt noch nicht wirklich. Wobei eine Vorratslieferung in 7 Tagen anstehen würde. Den Kontakt, den stellen wir mal her. Schauen wir mal, wenn wir es unter 7 Tage kriegen, machen wir das als erstes. Ha, genau 7 Tage. Heißt es jetzt, wir schaffen den Kontakt vorherzustellen oder nicht? Wir müssen es einfach probieren. Versuche lokalen, regionalen Kontakt aufzubauen. Oh, ein Vergeltungsschlag. Retaliation Side. Okay, Operation Göttlicher Monarch, aber den machen wir erst in der nächsten Folge. Ziemlich erfolgreich, makellose Mission haben wir durchgeführt. War wirklich einfach, jetzt muss echt schwieriger werden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Sollte es euch gefallen haben, dann lasst doch bitte ein Like da oder abonniert. Wir sehen uns zur nächsten Folge und bis dahin einfach meinem Motto folgen. Keep on rockin'!